Hallo Freunde und willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow. Solltet ihr Windows Sounds hören, das ist mal wieder mein Handy, was am PC angeschlossen ist. Das hat halt leider leichte Wackelkontakt im Kabel. So, wir sind über den Balkon hier eingedrungen. Ich wusste doch, hier war noch einer. An den konnte ich mich noch erinnern. Sehr schön. Aber wir haben auch vor allem eine Schriftrolle eingesammelt, die wir noch nicht gelesen haben. Es gibt hier mal wieder ein Rätsel. Auf dieser seltsamen Maschine, ja, da haben wir schon wieder einen, steht an der Seite etwas geschrieben. Nicht länger soll es sich zeigen in rotem Gewand. Lässt du die Kugeln fallen, so brauchst du Verstand. Dieses Spielzeug war ein Geschenk meiner Mutter, der Königin. Und um auf ihren Thron zu gelangen, färbe alle Angeln grün. Gut, ja, das Rätsel ist hier. So, wir müssen alle Angeln grün färben. Die werden, meine ich, dadurch, genau, dass wir sie umsetzen, werden sie gefärbt. Wenn wir jetzt die fallen lassen, färbt es die da unten um. Das war ja nicht so smart. Aber die äußeren umfärben ist einfacher als die Mitte. Auch nicht. Ja, wir probieren uns noch ein bisschen durch hier. So, jetzt würden wir die wieder komplett umfärben. Und dadurch die ganz rechten, aber hier könnten wir die ganz rechte auch umfärben. Das Problem ist, wir können die aktuell nur zweimal umfärben. So färben wir noch mal die linke, die Mitte und das obere halt. Das Problem ist, das obere wird dann wieder zurückgefärbt. Ich muss aber irgendwie noch mal da unten links kommen. Moment. Ah, ich glaube, mit der Mitte anfangen war doof. Wir hier anfangen. Den färben wir die Mitte. So könnten wir die beiden umfärben, aber das nützt uns nicht viel. Problem ist natürlich die links unten gerade. Gehen wir mal ein bisschen intelligenter ran. Jetzt habe ich natürlich leider keinen Mauszeiger oder so, mit dem ich arbeiten könnte. Also das färbt rechts und rechts. Das färbt links, links. Ich färbe doch noch mal die Mitte um. So, Problem ist, wie gesagt, hiermit würde ich den unteren jetzt umfärben. Den unteren danach nochmal umfärben ist nur möglich, wenn ich den in der Mitte rechts umfärbe. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Färben euch mal um. Damit könnte ich die beiden umfärben. Jetzt muss ich dich nochmal umfärben, weil ich ja den dann links wischen will. Damit würde ich die beiden wieder umfärben. Ja, ich glaube, so funktioniert's. So. Jetzt färben wir nämlich den. Und dann färben wir die beiden nochmal. Und dann haben wir's. Tada! Sehr schön. Das sieht schon wieder nach Levelende aus. Genau. Diesmal haben wir sogar alles gefunden.
bei meinen Reliktkräften. Hätte ich gerne. Flammenklauen sind eigentlich ganz cool, aber ich glaube die beiden hier, gerade das explosive Beben, ich weiß nicht, ob ich sie häufig benutzen werde, aber sie sind halt schon awesome. Und das ist halt, ich weiß nicht. Eigentlich ist das gar nicht so geil. Das ist schon cool, aber die Flammenklauen. Das Problem ist, ich benutze die Sprinten benutze ich im Kampf nicht. Dafür reagiert das meiner Meinung nach auch einfach zu schlecht. This part of the castle was once where acclaimed scientist Friedrich von Frankenstein conducted his experiments into artificial life. He was quite mad and often would conduct horrific and depraved acts trying to discover the secrets of life itself. His own demise was equally gruesome. The vampire queen took him but kept him alive thus over many centuries. She fed on him daily, keeping him at the brink of death, yet living and aware. Why she did this is only known to a few. She once loved life and loved living things, and before she became a Lord of Shadow, she vowed she would punish Frankenstein for his vile acts. As a Dark Lord, she was able to keep her word. Ja, läuft ja. Ja, und jetzt haben wir Stromrätsel. So, man konnte. Gut, das wird uns jetzt hier so schön leuchtend dargestellt. Ich weiß gerade nicht mehr wie, aber wir können die Dinger deaktivieren, beziehungsweise halt hier das hier angehen. Erklärst du mir nochmal, wie das ging? Nö, es gibt wieder ein Rätsel. Ich habe 2 Tage in diesem Labyrinth zugebracht, auf der Suche nach einem Ausgang. Wenn man sorgfältig hinsieht, stellt man schnell fest, dass die seltsamen Geräte tödliche Barrieren zwischen den roten und blauen erzeugen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, sie die Farbe wechseln zu lassen. Ja, das ist nämlich genau das. Das tun wir nämlich hiermit. Man muss das einfach mal so. Wie konnte ich nochmal auf den Stein einschlagen? So, so ging es mit zusammenhalten. Hey, klug. So, jetzt müssen wir nur noch den rechts da Dingens umfärben, aber es funktioniert nicht. Wir können aber nicht den hier aktivieren. Aber das war nicht so gut. Als erstes müssen wir nämlich den in der Mitte umfärben. Zwischen den beiden da kein Strom mehr entsteht. So, dann sind wir hier durch. Das war aber noch nicht das ganze Rätsel. Das Rätsel geht hier natürlich noch weiter. Zum einen mit beweglichen Elementen, zum anderen. Aber was noch ein bisschen nerviger wird, da kommen nachher noch Gegner mit rein. Das macht keinen Spaß. Weil die Gegner können, meine ich, durch diese Barrieren durch, beziehungsweise die kriegen durch die Barrieren keinen Schaden. Wir schon. So, hier muss dieses Ding rein, dass wir bewegen können. Das können wir nicht in der Farbe wechseln, wir können das hier in der Farbe wechseln. Das war ach so, okay, wir können es nicht in der Farbe wechseln, wir verschieben es einfach. Na toll. Du hast was für mich. Yay, ein weiterer Lichtmagiestein, sehr schön. Naja, Magiekapazität gesteigert, bla bla. Das freut mir. Hier können wir nicht weiter.
den erstmal hier durch und ich meine, der hat gut das Ding ignoriert. Den Strom natürlich. So. Zurück bitte. Und dann wieder auf. Ja, komm. Das war smart. Ich bin schlau. So, du färbst ihn um. Das ist zwar schön und gut, nützt mir aber noch ein Ding viel. Lass mich ändern. Und will da vorne rein. Zum einen gibt es hier Magie, die ich nicht brauche. Ach, okay, es sind nur Dolche. Na toll. Dann hätte ich mir das auch schenken können. Und die Magie können wir uns nämlich auch von der anderen Seite holen. Zumal... an sich brauchen wir sie gerade nicht. Sonst war hier auch nichts mehr, nee. Wobei, Moment. Wir müssen ja trotzdem da irgendwie noch durchkommen. Ah, und ich weiß, warum da die Dolche liegen. Logisch. Fast gewöhnt. Und dann das Ganze nochmal. Bitteschön. Dankeschön. So, wir sind aber auch immer noch nicht durch. Denn sonst hätten wir 900 Erfahrungspunkte bekommen. Und hier, das wird ätzend, weil ich meine, hier taucht ein Gegner auf. Dieses Ding hier müssen wir logischerweise drehen. Was passiert dann, wenn wir gleich... Ich meine, wir drehen die vier... Ja, wir drehen die vier Dinger, die damit draufstehen, mit. Wie? Ich weiß es nicht. So, wie konnte ich dich nochmal... So, ich deaktivieren. Genau. Beziehungsweise, das heißt deaktivieren, aber ich kann halt... Können wir uns hier erstmal rein bewegen? Nützt uns das was? Nicht viel. Liegt irgendwas Rotes auf dem Boden. Eine rote Linse haben wir gefunden. Wozu ist sie gut? Ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Das Viech ist jetzt mal wieder viel zu kleinen Raum treffen müssen. Ich
schön. Kassentaste. Oh, dann kriegt das Vieh nämlich richtig Schaden. Und lässt es mit dem Hauptladen vielleicht auch mal sein. Hinter dir. Mensch. Das ist das Problem, dass Gabriel manchmal ein bisschen Probleme damit hat, einfach mal die Zähne zu bewegen. Vor allem habt ihr das gesehen, dass er in diesem Kopf ist. Der Kopf hat sich einfach nur drin. Überhaupt nicht mit jedes Mal wieder. Das ist. Ich stehe halt direkt davor. Können wir dieses Mistviech? Ratte. Nein, voll aus, böse. Dämliches Viech. Ah, hey, wir sind nicht mehr eingesperrt. Das Viech ist kaputt. Sehr schön. So, da hinten ist ein gefallener Bruder. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Was färbst du denn um? Gut, damit können wir dann, wenn wir das so machen, können wir dann hier was umfärben, ne? Das bringt mir jetzt... So, dann gibt mir das was. Auch nicht. Hier müssen wir mal kurz warten. Da kommt nämlich eine Plattform. Ich hatte im Kopf, dass wir von der anderen Seite auf die Plattform drauf müssen. Nur das kommt nachher auf dem Rückweg wieder. Jetzt heißt es nur erstmal im richtigen Moment von der Plattform abspringen. Nicht daneben landen vor allem. Puh, Lebensenergie. Nice.
zurück. Ja, ich weiß, wir müssen uns jetzt nach links und dann wieder von da aus nach rechts und dann nach unten tragen lassen. Aber wir wollen hier jetzt gerade nichts riskieren und irgendwie dumm in den Abgrund stürzen. Da habe ich nämlich wenig Lust drauf, muss ich zugeben. So. Du färbst jetzt zwei Dinge um. Dann haben wir das Rätsel komplett gelöst. Sehr schön. Raus hier. Von diesem hässlichen Embryonenbaby. Embryonenbaby, hm? Embryonenroboter. Und der zuckt noch. Ja, der kommt nämlich nochmal wieder. Foreshadowing halt fest. Die PIA. Aber wir haben das Level komplett geschafft. Und ich würde sagen, das ist eine gute, ein guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder bei Castlevania Lords of Shadow. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.